Ja, willkommen zu meinem Vortrag über neue Features der Open Source Virtualisierungslösung OVIRT. Mein Name ist René Koch, ich arbeite als Senior Solution Architect für die LIS Linux Land. Ich bin dort zuständig für Open Source Virtualisierung, für Monitoring, Enterprise Linux Clustering. Ich möchte euch im heutigen Vortrag erzählen, was es bei OVIRT Neues gibt. Anfangen möchte ich zuerst aber grundsätzlich einmal, was ist OVIRT überhaupt für all jene, die es nicht kennen. Und da erklären wir die Frage, wer weiß denn überhaupt, was OVIRT ist? Wer kennt das? Okay? Wer hat schon einmal aufgesetzt oder schon mal damit rumgespielt? Gut, die Workshop-Teilnehmer von gestern, das ist schön. Daher einfach, da es eben noch nicht so bekannt ist, einmal grundsätzlich, was ist es? Und im zweiten Teil nachher gehe ich aufs Kernthema ein, was ist neu in den letzten beiden Versionen. Und am Schluss eben ein paar Erweiterungen, also welche Erweiterungsmöglichkeiten für OVIRT gibt es denn? Was ist OVIRT? OVIRT ist eine Enterprise-Virtualisierungslösung für Server- und Desktop-Virtualisierung. Es ist unter der Apache-Lizenz lizenziert, also ein Open-Source-Projekt. Das ganze Projekt basiert auf KVM, also Kernel-Based Virtual Machine, quasi dem eigentlich de facto Standard von Virtualisierung unter Linux. OVIRT ist führend bei Performance, bei Skalierbarkeit und Sicherheit. Hinsichtlich Skalierbarkeit muss man jetzt sagen, ich kann da zehntausende VMs auf dieser Umgebung betreuen, ich kann 1000 Hypervisoren einbinden, das funktioniert alles. Performance-mäßig ist es vergleichbar mit VMware ESX. Je nach Benchmark ist einmal ESX ein bisschen vorn, einmal KVM ein bisschen vorn. Und Sicherheit, man hat eben standardmäßig IP-Tables, man hat Security Enhanced Linux. Die Workshop-Teilnehmer gestern, denen habe ich es gar nicht gesagt, es war auf alle Maschinen SE Linux aktiviert. Ich glaube, alle, die ein bisschen sich mit Red Hat, Fedora und so weiter auskennen, wissen SE Linux. Meistens, ui, das böse Ding, da geht nichts, das drehe ich gleich einmal ab. Bei OVIRT ist es ganz anders, das Ding läuft, das schützt bei jeder virtuelle Maschine. Das heißt, jede virtuelle Maschine ist in einer eigenen Sandbox und auf Hypervisor-Basis kann ich nicht von einer VM auf die andere zugreifen, nur auf Netzwerk- und Dienste-Ebene eben. Ja, und das ist eine Open Source Alternative zu VMware vSphere. Wer steht hinter dem Projekt? Das ist die Firma Red Hat. OVIRT ist das Upstream-Projekt der Red Hat Enterprise Virtualization. Das heißt, es verhält sich so ähnlich wie Fedora sich zu Red Hat Enterprise Linux verhält, verhält sich OVIRT zu Red Hat Enterprise Virtualization. Das heißt, Red Hat Enterprise Virtualization ist kostenpflichtig. Ich habe einen Support dabei, habe längere Update-Zyklen wie OVIRT. Vorteil von OVIRT ist, es kostet mir nichts, ich brauche keine Subskriptionen bezahlen. Und ich habe die neuesten Features. Das heißt, alle neuen Features, die in die Red Hat Enterprise Virtualization mal einfließen werden oder vielleicht auch nicht oder auch gar nicht einfließen, kommen in OVIRT rein. Das heißt, OVIRT kann durchaus sein, dass die mehr Features haben als wie Red Hat Enterprise Virtualization. Hinsichtlich Stabilität muss man sagen, OVIRT ist definitiv stabiler als wie Fedora und setzt als Grundlage eigentlich auf CentOS auf. Mittlerweile. Bestehen tut das ganze Setup aus einem OVIRT Node, das ist ein Hypervisor-Image, ist ein abgespecktes CentOS, das halt gerade so viel kann, dass es virtualisieren kann, ist ein Read-Only-Image und auf Security getrimmt. Wenn ich es ein bisschen mehr customizen möchte, kann ich als Hypervisor, also als physikalischer Server, auf dem die VMs laufen, auch ganz normal ein CentOS oder Fedora installieren und mir so herrichten, wie ich es möchte. Ich habe einen Management-Server, das ist die OVIRT Engine. Das ist quasi das, was bei VMware das vCenter ist. Administrieren tue ich das Ganze über ein Web-Administrationsportal und zusätzlich gibt es auch ein User-Portal für die Desktop-Virtualisierung oder Self-Provisioning-Portal. Über Self-Provisioning-Portal können sich User selbst virtuelle Maschinen erstellen, ohne dass sie die Komplexität von so einer Virtualisierungslösung wirklich durchschauen müssen. Also sie können aus einem Template, AVM klonen oder via PXE hochfahren.
Weiters gibt es eine Reporting Engine, die auf Jasper basiert, wo ich mal Reports über den Status meiner Datacenter ziehen kann. Und für die Command-Line-User gibt es eine OVHL und für die Programmierer haben wir eine REST-API, ein Python und ein Java-SDK. Und ich kann das Ding noch um Erweiterung, ich habe noch Erweiterungsmöglichkeiten, also mit UI-Plugins kann ich zusätzliche Features in das Web-Admin-Portal einbinden und mit VDSM-Hooks kann ich zum Beispiel die Laufzeit oder das Laufverhalten der VMs beeinflussen. Das heißt, wenn eine VM gestartet wird, kann ich zum Beispiel mittels VDSM sagen, ich mache ein Pass-Through für ein PCI-Device als Beispiel. Ja, was hat das Ding für Features? Nachdem ich schon gesagt habe, es ist eine Open-Source-Alternative zu VMware, haben wir entsprechende Enterprise-Features drin. Das heißt einmal Hochverfügbarkeit, sprich fällt mir ein Hypervisor aus oder fällt mir die virtuelle Maschine aus, wird es automatisch neu gestartet. Ich kann Maschinen zwischen den Hypervisoren im Live-Betrieb hin und her verschieben. Dafür brauche ich natürlich als Shared Storage, aber ansonsten geht das im Live-Betrieb, das heißt der RAM wird einfach rüberkopiert, der User merkt nichts, der User arbeitet auf der Maschine und die wird einfach von einem Hypervisor am anderen verschoben. Genau das Feature braucht man für Load Balancing, das heißt, ist mir einer meiner Hypervisoren ausgelastet und einer und die anderen Hypervisoren haben eher weniger Last, werden wir Maschinen rüber verschoben, damit die Last eben gleichmäßig verteilt ist auf die Hypervisoren und alle VMs entsprechend der Ressourcen bekommen. PowerSaver ist genau das Gegenteil, das fährt man eine Maschine, also schafft, macht man eine Maschine frei und schaltet es aus, zum Beispiel in der Nacht, wenn weniger los ist, zum Strom sparen. Es gibt einen Maintenance Manager, wo eine Maschine als im Maintenance-Modus markiert wird. Das heißt, da können keine Maschinen mehr gestartet werden, aber ich kann Wartungsarbeiten drauf machen. Ich habe ein entsprechendes Image-Management mit, ich kann Templates erstellen, das heißt virtuelle Maschinen aus Templates erstellen. Ich kann für die Festplatten Sim-Provisioning machen. Bedeutet, ich habe eine virtuelle Maschine mit einer virtuellen Disk von 100 GB. Ich brauche aber nur 5 GB, werden auch nur 5 GB am Storage belegt. Das heißt, ich kann ein entsprechendes Over-Commitment auch noch machen. Ich kann Snapshots erstellen und seit neuestem auch OpenStack Clients einbinden, dazu später mehr. Ja, Ovid ist mein zentrales Netzwerk- und Storage-Management, bietet mir Monitoring- und Reporting-Features, VDI-Lösung, also virtualisierte Desktops, sowohl für Windows als auch für Linux-Gäste. Und ich habe ein Tool namens V2V, mit dem kann ich bestehende virtuelle Maschinen von einer VMware-Umgebung, von einem Xen-Hypervisor oder KVM-Hypervisor auf OVIRT migrieren. Gut, wie schaut so ein ganz einfaches Setup aus? Ich habe mein OVIRT Engine aufgebaut. Es ist so, grundsätzlich ist einmal der oberste Teil ist der oberste Part von OVIRT ist immer ein Datacenter, darunter kommt ein Cluster und der Cluster besteht aus unterschiedlichen Hosts und auf den Hosts laufen VMs. Das heißt, das einfachste Setup in dem Fall ist ein einziger Hypervisor nur. Nachdem es aber eine Datacenter-Lösung ist, geht es ein bisschen größer, natürlich auch. Ich kann mehrere Datacenter anlegen, die Datacenter können mehrere Host-Cluster haben und die Cluster aus mehreren Hosts bestehen. Das heißt, das Ding kann richtig, richtig groß werden und ich kann das entsprechend meiner Unternehmenstopologie halt aufbauen. Gut, wie schaut es aus? Man erkennt leider auf dem Screenshot relativ wenig. Tut mir leid. Ich habe auf der linken Seite ein Navigationsmenü und oben habe ich eben meine Reiter, also Datacenter, Cluster, Hosts, virtuelle Maschinen und das ist eben der Screenshot der virtuellen Maschine, wo ich alle Infos über die virtuellen Maschinen habe, die da erstellen kann und so weiter. Wir haben einen Projektstand auch vom OVIRT-Projekt her und haben dort ein Live-Thema, das heißt, ich kann das alles herzeigen über das, was ich jetzt da rede. So, grundsätzlich war es das einmal zu, was ist OVIRT? Ich hoffe, es ist jetzt einmal so grundsätzlich klar, was ist das Ding überhaupt? Weitere Informationen im OVIRT-Wiki, beziehungsweise schaut euch einfach meinen Vortrag vom Vorjahr an, den was ich da auf die Grazer Linux-Tage gehalten habe, da bin ich ausführlicher darauf eingegangen, was ist OVIRT einmal. Gut, dann nur ganz kurz, was tut sich beim OVIRT-Projekt, so also ein paar Statistiken, dass man sieht, das ist ein Projekt, das wächst und wächst und wächst, das heißt,
Ich habe die Statistiken, bis Oktober 2013 sind ca. 650 Subscribers auf der OVET Mailingliste, 150 User schicken E-Mails, die nicht subskribiert sind. Der Großteil ist von der Firma Red Hat, von Subscribern und gefolgt von Gmail, Mailadresse, und der Rest sind halt individuelle. Und man sieht seit Juni 2011 ein kontinuierliches Wachstum auf der Mailingliste. Es wird immer mehr. Mittlerweile wird es selbst für mich sogar schon schwer, dass ich jeden Tag alle Posts mir anschaue. Ist schon eine richtige Challenge, muss man schon ein bisschen Zeit investieren dafür. Selbiges gilt für die Commits. Also 2011 hat Red Hat das Projekt offiziell gelauncht für die Öffentlichkeit, und ja, man sieht, also es wird auch sehr, sehr viel Ressourcen eben reingesteckt. Das heißt, ja, zum Teil über 1000 Commits pro Monat im Git, also da arbeiten schon richtig viele Leute dran. Was hat sich so getan bei OVET? Jede Menge Releases im letzten Jahr. Die wichtigsten sind: im Februar 2013 ist OVET 3.2 rausgekommen, 3.2.1 im April, und 3.2.1 hat dann offiziellen CentOS-Support gehabt, und seit dem Zeitpunkt ist eigentlich CentOS die präferierte Plattform darunter und nicht mehr Fedora. Das hat natürlich auch Stabilitätsgründe, und ja, CentOS hat längere Updates, ist einfach stabiler wie Fedora, ist bevorzugt. Im September kam OVET 3.3 raus, und OVET 3.4 ist vorige Woche gelauncht worden, also ist ganz neu. Und zwischenzeitlich jede Menge Minor Releases, das heißt, es tut sich da jede Menge bei dem Projekt. Gut, schauen wir uns an, was sie so Neues getan hat in den letzten Versionen. Die Main Features von OVET 3.3 war die Integration von OpenStack. OpenStack ist eine Cloud-Management-Lösung, die eben OVET, VMware, Amazon, EC2 und so weiter managen kann. Ein Feature davon ist die Integration von OpenStack Neutron. Das heißt, ich definiere meine logischen VM-Netze in OpenStack und übernehme die in OVET. Zum Thema Neutron gibt es heute noch einen Vortrag von Martin Loschwitz. Also wenn Sie über das mehr wissen wollt, schaut euch seinen Vortrag an. OpenStack Clients ist eine Image-Management-Software, wo ich Images in OpenStack Clients definiere, zum Beispiel ein CentOS-Image, und das importiere ich in OVET und verwende ich dort. Und CloudInit ist das Linux-Pendant zu SysPrep von Windows. Das heißt, mit CloudInit kann ich SSH-Keys neu generieren, Netzwerkeinstellungen setzen, Hostnamen setzen. Also wenn ich eine Maschine aus dem Template habe, ist ja klassisch so, der Hostname ist halt drinnen, und das habe ich halt irgendwie geskriptet immer, und da gibt es eben jetzt CloudInit, was das automatisch für mich macht. Ja, ganz kurz noch zur Neutron-Integration, weil, wie gesagt, der Martin hat einen Vortrag. Bisher war es so, dass wir bei OVET das ganze Netzwerk über Linux-Bridges gemacht haben. Das heißt, jedes VM-Netzwerk war Bridge und wird die Bridge raus. Ist eigentlich für die meisten User vollkommen ausreichend. Manche wollen aber mehr. Also mit Bridges kann ich eben machen VLAN-Tagging klassisch, MTU-Size vergrößern, aber bin halt doch ein bisschen limitiert. Mit Neutron kann ich die entsprechenden Neutron-Plugins nehmen. Supportet sind aktuell Linux Bridge und Open vSwitch. Das heißt, die Features, die ja Open vSwitch kann, kann ich auch in OVET verwenden. Das bedeutet, die ganzen Layer 3 Services werden in Neutron verwaltet, und OVET kümmert sich einfach nur mehr um die Basic-Netzwerk-Infrastruktur, also über Storage-Netzwerk, Migrationsnetzwerk und so weiter, und das VM-Netzwerk oder die VM-Netzwerke, wo ich Nothing brauche und so weiter, die sind dann, werden von Neutron gemanagt. OpenStack Clients, wie vorher schon gesagt, ist im Image Management. Ich habe eben da ein neues Storage, was OpenStack Clients heißt. Wenn ich OVET 3.4 installiere, gibt es ein Public Clients Repository von OVET direkt. Das heißt, meine Hypervisoren müssen nur ins Internet raus können. Sobald sie das können, kann ich mir vordefinierte CentOS, Fedora oder
COOS Images direkt von der OWZ importieren aus Template oder aus Disk und daraus meine Maschinen generieren. Ist für die Leute interessant, die halt, sagen wir mal, weniger Linux-Erfahrung haben oder sich kein Template herrichten wollen, die nehmen ein fertiges Template. Ja, Cloud-Integration macht eben das, was bei Windows ein Sysprep macht. Das heißt, in meinem Template wird die Maschine eben entsprechend vor customized. Das heißt, ich brauche nur den Cloud-Init, das Cloud-Init-Package installiert haben. Es geht in Fedora, RHEL, Debian, Ubuntu und meine Maschine wird entsprechend customized aus dem Template. Ein Beispiel dafür ist, ich kann zum Beispiel einen Hostnamen setzen, Root-Passwort ändern, SSH-Authorized-Keys, DNS, Netzwerkkonfiguration, das kann ich alles gleich machen und fahre meine Maschine hoch und Cloud-Init kümmert sich darum, dass es gemacht wird. Das heißt, Cloud-Init weiß, wo ein Netzwerk-Config-File bei einem RHEL liegt und weiß, wo ein Netzwerk-Config-File bei einem Debian liegt und kümmert sich eben um die ganze Konfiguration für mich. Zweitwichtigster Punkt eigentlich war ClusterFS-Support, das heißt, ClusterFS ist ein verteiltes Dateisystem, wo ich dann sage, ich brauche jetzt zum Beispiel keine NetApp mehr, sondern ich nehme ganz normale x86 Hardware, zum Beispiel 8 Server, die stecke ich mit Disken voll, drüber mache ich ein entsprechendes Volume und das wird eben verwendet. Das heißt, ich brauche keine teure Storage-Hardware, sondern ich kann mit ClusterFS günstige Storage eben machen und habe jetzt nativen Support in QEMU drinnen. Das heißt, es geht jetzt auch sehr, sehr performant. Gut, ich habe dann noch alle weiteren Features aufgeschrieben, die in den Release Notes von OWIRT waren. Ich will jetzt nicht auf alle im Detail eingehen, sondern eher schneller drüber gehen. Es gibt für die wichtigen Sachen External Task Support, das heißt, ich habe ja vorher schon kurz angedeutet, ich kann via REST API entsprechende Tasks machen. Also, ich schreibe mal irgendein Perl-Skript mit REST, via die REST API starte ich eine neue VM. Im OWIRT Web Interface sehe ich nachher halt die Tasks nicht. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich sage, wenn ich irgendwas mache, kann ich auch noch in den Task Writer selbst eigene Messages reinschreiben oder eigene Tasks reinschreiben. Und ich sehe, okay, da macht irgendwer was via REST API. Backup und Restore API ist integriert worden. Das Ganze ist dann auch wieder so ein Bandout zu der Backup API von VMware. Das heißt, Hersteller von Backup-Lösungen können damit, ohne dass sie einen Agent in der VM haben, im VM sichern, so wie es auch bei VMware ist. Das heißt, ich erspare mir die Agents in den VMs und kann über die API entsprechend die VMs sichern. Da sind jetzt einige Hersteller gerade dran, die daran arbeiten. Also ich weiß es sicher von Acronis und von Commvault und auch andere sind da gerade dabei, dass sie ihre Appliances rauskriegen. Ja, Java SDK haben wir noch, das heißt, ich kann die ganzen Tasks, die ich im Web-Interface mache, auch auf eben mittels eines Java-Tasks mir selbst schreiben. Weitere wichtige Features sind meiner Meinung nach die RAM-Snapshots. Das heißt, ich kann einen Snapshot von einer virtuellen Maschine machen, sprich den aktuellen Status der virtuellen Maschine wegsichern und das geht mittlerweile auch inklusive des Memories. Bisher ist es nur gegangen, dass ich den Status der Festplatten wegsichere, jetzt kann ich aber den RAM auch noch wegsichern. Dazu sage ich, es gibt in der Version 3.4.0 aktuell leider ein Bug oder ein Flag, das in QEMU nicht gesetzt ist. Das heißt, das muss man leider noch selbst kompilieren, dass RAM-Snapshots in Betrieb gehen. Wird aber in der nächsten Version gleich gefixt werden. Betrifft nur CentOS, bei Fedora geht's. NoVNC-Konsole habe ich als Feature. Das heißt, früher war es so, ich habe meinen VNC-Viewer gebraucht. Wenn ich auf die
Konsole via VNC wollte, habe ich gesehen, okay, connecte dich auf diese URL, gib das Passwort ein, das habe ich in meinen VNC-Viewer reingeklopft. Mittlerweile geht das mit einem HTML5-Client. Ja, die Hosts. Danke. Ja, perfekt. Die Hosts und authentifizieren sie untereinander jetzt mit Public Key, ist eigentlich eher für User eher nicht das Hyper-Feature, aber es ist halt im Hintergrund noch eins. Zum Netzwerk, es gibt ein eigenes Migration-Netzwerk. Ich habe ja gesagt, ich kann Live-Migrationen von einem Hyperweise am anderen machen und bei dieser Live-Migration, die Datendisk wird nicht kopiert, die liegt eher auf einem gesharten Storage, aber der RAM wird kopiert und der RAM kann ja durchaus größer sein, sage ich mal, wenn da eine Datenbank zum Beispiel rennt und dieser RAM wird halt übers Netzwerk hin und her kopiert. Das bedeutet jetzt natürlich, dass ich vielleicht mein Produktivnetzwerk beeinträchtige durch Migrationen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich ein Migration-Netzwerk definiere und das auf ein eigenes Interface lege und das ist separiert, das heißt keine Beeinträchtigung des Produktivnetzwerks mehr. Ich kann mehrere Gateways anlegen und das Orbit-Management-Netzwerk, das ist das Standardnetzwerk, über das die Hypervisoren mit dem Management-Server kommunizieren, wird jetzt intelligenter angelegt. Früher haben sie es einfach standardmäßig angelegt und jetzt wird eben geschaut, welche Settings habe ich in der Orbit-Engine getroffen. Habe ich WLAN-Tagging aufgedreht, habe ich MTU-Size vergrößert und er legt es mir automatisch an. Früher das einfach wirklich standardmäßig angelegt und ich habe es händisch anpassen müssen, das geht mittlerweile auch alles. Gut, zum Storage. Feature, was viele User gerne sehen, Online Disk Resize. Das heißt, ich kann die im Betrieb die Festplatte vergrößern. Wichtig ist da natürlich, dass mein Gast mitspielt. Das heißt, der Gast muss in der Lage sein, dass er das mitkriegt und ich vergrößere dann den Gast natürlich auch mein Dateisystem. Das macht Ovirt nicht für mich, klarerweise. Virtuos Kasi ist neuer Virtio-Treiber, brauche ich neuere Linux-Versionen, also bei RHEL 5 geht nicht, ab RHEL 6 geht es zum Beispiel, Ubuntu Debian kann es auch. Damit habe ich in Gast jetzt keine DevVDA-Disk mehr, sondern ein DevSDA. Ein paar Applikationen brauchen unbedingt das Kasi-Disk und mit DevSDA sind sie der Meinung, hurra, wir haben ein richtiges Kasi-Disk, dass die halt Virtio emuliert ist. Kriegst du dann eh nicht mit und Virtuos Kasi hat noch einmal bessere Performance wie Virtio. Und Virtio hat eh schon eine bessere Performance wie IDE. IDE ist auch nur eine Möglichkeit, dass ich mein Disk anlege. Das ist dann halt emuliert, das mache ich zum Beispiel, wenn ich ein Solaris virtualisiere, weil Solaris kennt keine Virtio-Treiber. Ja, Festplatten können read-only sein und ich kann Storage-Verbindungen editieren, das heißt zum Beispiel IP-Adresse eines NFS-Storages im Interface ändern, das ist früher nur über die Datenbank gegangen, da habe ich ein Update auf die Datenbank machen müssen, jetzt geht es im GUI. Also es sind alles eher kleinere Verbesserungen, die aber im Betrieb irrsinnig weiterhelfen, weil das wie GUI machen muss und nicht irgendwo rumhacken muss, sage ich mal. Ja, zum Scheduling, neuer Scheduler, Support für Watchdog Engine und eins der interessanteren Sachen ist Network QoS. Das heißt, ich kann meine Netze entsprechend limitieren. Das heißt zum Beispiel, ich habe Produktivnetzwerk und ich habe ein Testnetzwerk. Und das Testnetzwerk sage ich, okay, ihr kriegt 10 Megabit und mehr wie 10 Megabit gehen nicht und der Traffic wird entsprechend limitiert. Dass ich eben nicht, wenn irgendeine Maschine im Testnetzwerk Amok rennt oder wenn wir was weiß ich, was für ein Test läuft, nicht mein Produktivnetzwerk gestört wird. Das kann ich entsprechend limitieren. Und es gibt dann Support für die Trusted Compute Pools, also falls jemand dieses Feature einsetzen will, ein paar CPUs kennen das, gibt es jetzt auch Support. Ja, weitere Features sind eher nicht so interessant. Die Node ist eher ein Universal Image One, das heißt, das kann auch für andere Projekte verwendet werden und Ovirt ist eigentlich, oder das VDSM-Plugin macht eigentlich aus dem Generic Image jetzt da. Ein Ovirt Hypervisor ist jetzt nicht so interessant und die anderen Sachen sind auch eher under the hood, sage ich einmal, wie die UX-Verbesserung für Internet Explorer 8. Naja, gut. Ist halt da, sage ich einmal. Ja, kommen wir zum neuesten Release, was eben vorige Woche rausgekommen ist. Wichtigstes Feature: Hosted Engine. Das heißt, ich kann den Management-Server auf den Hypervisoren virtualisieren.
quasi dieses Henne-Ei-Problem. Ich virtualisiere den Server, der die Server drunter managt, darauf. Großer Vorteil, ich erspare mir eine extra Maschine für einen Management-Server, ich kann ihn darauf virtualisieren. Cluster-Support noch einmal verbessert, wo ich zum Beispiel Bricks löschen kann und Volumes rebalancen. Dann eins von den interessanteren Features ist, es gibt Support für Power-PC jetzt. Es gehen nicht alle Features noch drauf, aber grundsätzlich, der Hintergrund ist der, in Südamerika verwenden sie irrsinnig viel Power-PC-Maschinen und irgendwann haben sie gesagt, liebe Sowjet-Team, wir hätten gern, dass wir unsere Power-Maschinen mit OWET matchen und sie haben es einbaut. Ob dieses Feature jemals in REF reinkommen wird, nein, ich wage es mal zu bezweifeln, sage ich mal, ob Red Hat Power-PC-Maschinen da mitmachen will, aber ja, es ist ein neues Feature. Und CPU-Hot-Plugin geht ebenfalls. Gut. Hosted Engine, habe ich eben schon gesagt, die Engine läuft auf den Hypervisoren und es gibt eigene HA-Agents, die schauen, dass meine Engine halt entsprechend hochverfügbar läuft, weil wenn die weg ist, kann ich eben meine Hypervisoren drunter nicht mehr managen und das wird eben automatisch gestartet. Was brauche ich dafür? Ich brauche ein NFS-Storage. Zum Stand jetzt mit OWET 3.5 geht auch Asan, das heißt, ich kann dann auch Icecast zum Beispiel verwenden. Fiber Channel, glaube ich, wird auch implementiert werden. Ich brauche mindestens zwei Hypervisoren, weil sonst habe ich keine Hochverfügbarkeit. Ich installiere, also ich habe ein Setup-Package, das ich am ersten Hypervisor installiere. Der bereitet einmal alles vor, erstellt eine virtuelle Maschine, auf die connecte ich dann mit VNC hin, installiere CentOS drauf und die OWET-Engine und sobald die läuft, joine ich die Nodes dazu. Schaut dann in dem Fall so aus, dass die Engine drauf virtualisiert ist. Hotplug CPUs geht jetzt. Wichtig zu wissen ist da natürlich, es ist ein Feature, was VMware schon seit Jahren sagt, war cool, wir können CPUs Hotplug machen. Jeder sollte aber bedenken, das kann nicht jedes Gastsystem. Das ist zwar schön, wenn es das Feature gibt, aber zum Beispiel ein Server 2003, der kann das nicht. Der kann einem CPUs hotplugen, wie ich will, ich muss die Maschine rebooten, das geht nicht. Neuere Linux-Derivate und neuere Windows-Versionen kennen das natürlich, wo ich on-demand neue CPUs reinstecke. Ein Feature, was mir besonders gut gefällt, ist, dass es Guest Agents für OpenSUSE und Debian gibt. Jetzt nicht, weil ich SUSE oder Debian einsetze, sondern einfach nur, weil es ein Projekt ist, das, wo die meisten Entwickler von Red Hat sind und man auch auf andere Distributionen schaut. Guest Agents brauche ich dazu, dass ich, man sieht leider den Screenshot schlecht, dass ich die IP-Adresse auslesen kann, den FQDN, Memory, die installierten Applikationen, dass ich ein sauberes Shutdown und sauberen Restart machen kann. Und in dem Fall habe ich immer Ubuntu virtualisiert bei uns und sehe eben die IP-Adresse und den FQDN in dem Fall. Zu den weiteren Features. Weitere Features springen wir mal kurz drüber, sind nicht so wichtig. Ich kann ein winzig kleines Feature, wo man denkt, ist das erwähnenswert? Guest Reboots. Warum erwähne ich es, dass ich jetzt Gäste rebooten kann? Bis jetzt war es so, wenn ich einen Reboot machen wollte vom Admin-Interface her und nicht von der Maschine, habe ich gemacht, ein Shutdown und ein Starten. Ne? Und der Reboot macht jetzt beides und es ist einfach, mittlerweile ist OWET halt von den Features her, von den Main-Features so weit, dass sie auch schauen, einfach Verbesserungen für den User, also auch wirklich nur Kleinigkeiten, dass man sagt, okay, was wollt ihr, was ist von der Arbeit her, was ihr macht, was ist ein bisschen umständlich gelöst, wie können wir das vereinfachen und das ist eins von den kleineren Features, wo sie drauf schauen. Eins von den cooleren Features, was ich persönlich finde, das cool ist Template Versioning. Bislang so, ich habe eine virtuelle Maschine erstellt, habe da meine Applikationen drin installiert, habe mir es hergerichtet, wie es sein sollte, habe die Maschine dann runtergefahren, ein Template erstellt und aus diesem Template entsprechend viele neue virtuelle Maschinen.
Jetzt habe ich natürlich immer ein Dilemma, wenn ich das Template anpassen will. Zum Beispiel eine neue Applikation muss rein oder so. Dann war es so, dass ich irgendwie das alte Template nicht überschreiben habe können, weil da ja VMs draufhängen. Jetzt kann ich sagen, ich mache eine Unterversion vom Haupttemplate. Das heißt, meine bestehenden Versionen, die vielleicht gegen dieses Template gelinkt sind, verwenden noch wie vor das alte und ich installiere die Applikation händisch da drinnen. Und alle neuen Maschinen verwenden halt die Unterversion, die drunter ist. Das heißt, ich kann immer Untertemplates mit neuen Versionen machen. Fürs Monitoring SMP-Trap-Feature, das heißt, OWIRT ist jetzt in der Lage, wenn irgendein Problem auftritt, dass es SMP-Traps verschickt und ja, Authentifizierung wird noch einmal umgeschrieben, dass man auch Plain LDAP verwenden kann und nicht mehr auf Kerberos angewiesen ist. Gut, zum Netzwerk. Interessanteste OpenStack Neutron Integration ist noch einmal verbessert worden. Das heißt, die neueste Version von OpenStack, das Havana Release, ist supported. IP Address Management geht, ich kann ein besseres Editieren der Netzwerke machen vom OWIRT und Security Groups gehen, nur Migration folgt dann in Version 3.4.1, 3.4.2. Ja, wie gesagt, zu Neutron Martins Vortrag anschauen. Und ein Feature, das habe zum Beispiel ich eingekippt, das was wir implementieren wollen, ist Multi-Host-Netzwerk-Konfiguration. Das heißt, ich habe ein neues logisches Netzwerk angelegt und habe 10 Hypervisoren gehabt und habe dieses neue Netzwerk, die neue Bridge auf jeden Hypervisor extra konfigurieren müssen. Konfigurieren heißt einfach, ich habe im Web-Admin-Interface auf den Hypervisor geklickt, auf Netzwerke und habe bei Drag-and-Drop das Netzwerk hingezogen. Ist halt bei 2 Hypervisoren noch wurscht. Bei 10, wenn ich 10-mal den Task machen muss, ist das blöd. Und vor allem, wenn alle meine Maschinen einfach gleich sind, macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich das 10-mal mache. Und jetzt gibt es eben das Feature, dass ich sage, ich mache das einmalig und es wird auf alle Maschinen automatisch gemacht. Natürlich wieder mal weniger Administrationsaufwand. Zum Storage. Früher war es so, dass ich mir aussuchen habe müssen, was ist mein Storage. Habe ich bei NFS bleiben müssen in meinem Datacenter. Mittlerweile geht es so, dass ich alles nehmen kann. Ich kann einen NFS-Share nehmen und iSCSI-Loon und ein Fiber-Channel-Loon rein, geht jetzt alles. Also die Limitierung ist auch weg und in dem Beispiel da sieht man, ich habe ein Cluster-FS-Storage-Domain und kann da ein NFS-Storage-Domain auch gleichzeitig noch dazugeben. Und auch die Disken meiner VMs können verteilt sein. Das heißt, die Systemplatte kann sein auf ein NFS und die Datenplatte auf ein Fiber-Channel. Geht genauso. Ja, und ich kann, wenn ich Snapshots mache, Single-Disk-Snapshots machen. Das heißt, habe ich da 2 Platten drinnen, auf einer liegen nur die Daten und ich weiß, die Änderung, die ich mache, wird die Datenplatte nicht betreffen, mache ich nur einen Snapshot von der OS-Platte. Gut, was haben wir noch? Vor allem Affinity Groups, wo ich sagen kann, virtuelle Maschinen dürfen nicht am gleichen Hypervisor laufen. Das ist zum Beispiel, wenn ich eine Cluster-Software drinnen laufe, ich will nicht, dass die 2 Nodes am gleichen Hypervisor laufen. Ja, User Interface Verbesserungen bei kleinen Displays wird oben die Tabs immer abgeschnitten, so ein Dropdown-Menü dann zum Anschauen. Gut, und zum Schluss Erweiterungen. Erweiterungsmöglichkeiten, zum Beispiel über die REST API. Es gibt ein Nagios, ist ein Nagios Plugin, das ich geschrieben habe, ist auf GitHub downloadbar, mit dem kann ich alle Datacenter, Cluster, Hosts, VMs, Storages überwachen. Großer Vorteil, ich brauche keine Agents, sondern mache das über die REST API und habe entsprechende Performance-Graphen. Bei dem Plugin hat es auch einige neue Versionen gegeben, zu denen ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel sagen will, weil die Zeit schon ein bisschen drängt. Nächste Woche wird Version 1.4 rauskommen, also falls wer sie mit OWIRT spielen will und Nagios im Einsatz hat, nächste Woche eine neue Monitoring-Plugin-Version. Und zweite Erweiterung ist ebenfalls von mir, Monitoring-UI-Plugin nennt sie das Ganze. Damit erweitere ich das Web-Admin-Interface um einen neuen Tab. Das heißt, ich wähle eine VM aus,
klicke auf Monitoring Details und was ich nachher da drinnen sehe, ist alle meine Check Results aus dem Nagios plus die Performance Graphen. Das heißt, ich habe eine komplette Integration von Nagios in Ovirt. Bei den letzten Linux-Sagen habe ich vorgestellt Version 0.0.1. Mittlerweile bin ich bei Version 0.1. habe das Ganze komplett neu geschrieben. Version 0.2 wird auch in den nächsten Monaten rauskommen und wird nachher Zabbix unterstützen, also zweite Monitoring-Lösung. Und zu den interessantesten Neuerungen dazu, ich kann entsprechende Mappings machen. Das heißt meine VM anders als wie im Nagios drinnen, kann ich ein entsprechendes Mapping machen. Und genauso, wenn ich jetzt, man sieht das leider gar nicht, aber wenn ich jetzt ein Storage-Domain habe, Nagios kennt ja nur Hosts und Services, kann ich es aber so sagen, alle meine Storage-Domains, die Service-Checks, weise ich einem einzigen Host zu, der Ovirt Engine zum Beispiel, und über Mapping sage ich der Name der Storage-Domain, also Ovirt ClusterFS, das ist genau der Name, den man nicht lesen kann, ist im Nagios drinnen, Host Ovirt Engine und diese zwei Service-Checks sind das und sage man nur die an. Das heißt, ich kann damit alle Komponenten, die da drinnen habe, entsprechend mappen und alle irgendwie überwachen und zeigt mir nur die Ergebnisse an, die ich sehen will. Gut, das war es jetzt im Schnelldurchlauf einmal, was Ovirt ist, plus was die neuen Features sind. Ich glaube, ihr habt es gesehen, es tut sich sehr, sehr viel in dem Projekt. Es wird sehr viel Manpower investiert, dass das Projekt immer besser wird. Und ja, wenn ihr eine Live-Demo sehen wollt, bitte kommt zu unserem Projektstand. Wenn Fragen sind, jetzt bitte, beziehungsweise auch wieder am Projektstand, da haben wir genügend Zeit heute noch, dass wir im Detail drauf eingehen. Gut. Fragen? Ja. Gut. Dann.